Riesenandrang bei der Neueröffnung des FC Bayern Fanshops im Münchner Flughafen. Deutlich geräumiger als vorher und ausgestattet mit der neuesten Technik hat sich der Shop zu einer Top-Einkaufsadresse nicht nur für Bayern-Fans entwickelt, was auch Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge und die Spieler Franck Ribéry und Javi Martinez einhellig betonten. Ja, er ist sehr modern. Er ist auch um 50% jetzt größer als der vorher hier eben war. 240 Quadratmeter, 12 Mitarbeiter, also das ist schon ein Schmuckstück hier, das jetzt heute eröffnet wird und darüber sind wir sehr stolz und glücklich. Ich finde es sehr, sehr gut hier und die Fanshop sehr schön. Der neue Shop ist Wahnsinn. Ja, aber es ist ein bisschen kalt heute, aber ja, wir freuen uns, hier zu sein. Auch sportlich gab es gute Nachrichten bei der Shop-Wiedereröffnung. Zumindest Franck Ribéry, der hart an seinem Comeback arbeitet, sollte in 2 Wochen beim Spitzenspiel der Bayern in Dortmund wieder voll einsatzbereit sein. Ich denke so. Ribéry, yes, 100%. Martinez, we have to see what happened in these 2 weeks that we have. Ich fühle mich gut und schnell wie möglich kann wieder spielen mit meiner Mannschaft. In Dortmund hoffen die Bayern auch wieder auf einen fitten Jerome Boateng. Nachdem der Innenverteidiger am Ende des Spiels gegen Hoffenheim mit Knie- und Adduktorenproblemen ausgewechselt werden musste, sagte Boateng jetzt seine Teilnahme an den beiden Länderspielen Deutschlands gegen San Marino und Italien vorsichtshalber ab. Einen Tag nach dem 1:1 Unentschieden gegen die TSG Hoffenheim war der Business Club der Allianz Arena schon wieder bestens gefüllt. Der Grund, der alljährliche traditionelle Ehrungstag des FC Bayern München e.V., bei dem Mitglieder für langjährige Mitgliedschaften geehrt wurden. Die Ehrungen nahmen Präsident Karl Hopfner und die beiden Vizepräsidenten Rudolf Scheels und Professor Dr. Dieter Mayer vor. Seit nunmehr einigen Jahren sind wir, der FC Bayern München, der größte Sportverein der Welt. Dafür sind unter anderem natürlich Sie verantwortlich, die vor 35, 50, 60, 70 oder noch mehr Jahren den Grundstein für diese Mitgliederzahl gelegt haben. Und hierzu möchten wir Ihnen herzlich danken und zugleich auch gratulieren. Insbesondere unsere langjährigen Mitglieder, also Sie, sind heute die Säulen unseres Clubs. Und darauf sind wir gewaltig stolz, um das mal richtig zu sagen. Unter den rund 250 anwesenden Mitgliedern wurden auch der bayerische Ministerpräsident AD und Vorsitzende des Verwaltungsbeirats Dr. Edmund Stoiber sowie Kurt Hegerich, ehemaliger Schatzmeister des FC Bayern, für 50 Jahre Mitgliedschaft beim deutschen Rekordmeister geehrt. Die Ehrennadel für 35-jährige Mitgliedschaft bekamen unter anderem Uli Hoeneß, nachträglich für 2014, und der ehemalige Bayern-Stürmer Dieter Mucki Brenninger überreicht. Die längste Vereinsmitgliedschaft hat aber derzeit Josef Binder inne, der seit sage und schreibe 80 Jahren Teil der Bayern-Familie ist, aus gesundheitlichen Gründen aber nicht am Ehrungstag teilnehmen konnte. Was den Profis auch wegen zweier Pfostenschüsse knapp verwehrt blieb, schafften an diesem Wochenende die Frauen des FC Bayern München, einen Sieg gegen Hoffenheim nämlich. Trotz großer Verletzungssorgen setzte sich die Truppe von Thomas Wörle bei der TSG mit 1:0 durch und feierte damit den 4. Ligasieg in Folge. Den goldenen Treffer hatte Vivian Miedema bereits in der 25. Minute erzielt.